Hallo, der Kollege wollte, stell ich mich selber vor, ich bin der Till Haarbaum. Ich erzähle ein bisschen was über Baukastensysteme, über Fischertechnik und Lego und wie man die Grenzen von dem Zeug erweitert. Fangen wir doch mal an. Wer von euch hat Lego? Ja, wunderbar, weiß, was es ist, sehr schön. Wer hat diese Woche das Zeug benutzt? Ja, immerhin, nicht schlecht. So ein paar Leute schon. Kommt die nächste Trickfrage, wer von euch hat Fischertechnik? Oh, immerhin. Knapp die Hälfte, mehr als die Hälfte würde ich sagen. Wer hat es diese Woche in meiner Hand gehabt? Na, da wird es schon echt sparsam. Okay, alles klar. Gut, also kein Neuland für euch hier, nicht schlecht. Eigentlich mache ich das hier immer für eine etwas andere Audienz. Das heißt, üblicherweise bin ich mit diesen Sachen bei Fischertechnik-affinen und Lego-affinen Usern. Und bringe denen so ein bisschen die Elektronik bei und versuche die da so ein bisschen zu begeistern für das ganze IT-Elektronik-Bastelzeug. Heute ist mal andersrum. Heute sitze ich mal bei den IT-Menschen und versuche ihnen das Lego- und Fischertechnik wieder ein bisschen wach zu rütteln. Die meisten Leute haben es halt irgendwann tatsächlich im Alter irgendwo im Regal oder auf dem Keller oder auf dem Dachboden. Und auf eBay taucht das dann als der bekannte Dachbodenfund, der furchtbar wertvoll, weil 40 Jahre alt ist, auf. Das Foto da ist in der Schule entstanden, da habe ich auch so Elektronik mit denen gebaut, auch für Fischertechnik. Wenn ihr gleich ein bisschen die Dinger gesehen habt, die Folie, merkt ihr da, was da gerade rumliegt da vorne auf den Tischen und gebaut wird. Das ist tatsächlich was, das hier in der Folie auftauchen wird. Ich fange jetzt andersrum an. Klar, Bastelcomputer, Arduino, Raspberry Pi kennt ihr. Angefangen hat das Zeug tatsächlich in den 80ern. Da gab es die ersten Computer eben auch zum Löten. Da oben so ein Sinclair ZX81. Sieht nicht anders als ein Raspberry Pi. Das ging mit Apple I und so weiter ähnlich los. Das war alles Zeugs für die Leute, die es löten konnten, die damit umgehen konnten. Und der normale User konnte damit nicht viel anfangen. Und dann gab es so von den 90ern bis Anfang der 2000er, gab es eigentlich nichts mehr. Da kamen die ersten PCs auf. Da konnte man bestenfalls noch ein paar Kärtchen reinstecken und zusammenschrauben. Aber mit Lötkolben und Bauen und Basteln war dann ziemlich lange ziemlich mau. Das hat sich erst großartig geändert nach der Jahrtausendwende, als der Arduino aufkam. Und ein bisschen später der Raspberry Pi. So, die Dinger sind eigentlich genau das, was man so als Bastelmensch gebrauchen konnte. Und die haben auch diese Baukastenidee immer noch dabei. Also der, sieht man ja, Raspberry Pi und Arduino, da stapelt man irgendwas aufeinander und wer es benutzen will, muss tatsächlich gar nicht unbedingt löten können. Das ist natürlich nicht schlecht. Da haben die Leute wieder mit angefangen zu basteln, da konnte man sich reinfuchsen. Das Zeug ist auch so billig, dass man nicht viel zerstören kann. Also zumindest macht man sich keinen finanziellen Schaden, wenn man da am Ende irgendwas kaputt macht. Kauft man sich halt neu und hat am schlimmsten Fall 20 Euro versenkt. Das ist relativ übersichtlich. Aber die Mechanik, da ändert es dann immer. Also hat echt Spaß gemacht, nach den Folien zu suchen. Wenn die Leute dann anfangen aus Pappe und Papier und was haben wir hier, diese Eis-Lolli-Stäbchen irgendwas zu kleben und zu machen. Also das liebste Werkzeug für so ein Raspberry Pi und Arduino-Bastler scheint am Ende wirklich die Heißklebepistole zu sein. Das hat halt gleich mehrere Problemchen. Also man sieht schon, dieser tolle Cube-Solver da unten rechts, der funktioniert tatsächlich, sieht auch beeindruckend aus. Ich glaube, in einem der Videos fällt er dann aber auch während er arbeitet auseinander. Da löst sich dann so eine Klebstelle und es kippt auseinander. Das hat schon echt unterhaltungswert, das Ganze. Aber das hat natürlich so die ein oder andere echte Hürde. Größtes Problem ist eigentlich, man ist ziemlich unflexibel. Also man fängt an zu kleben und zu machen. Und ja, wenn das nicht direkt zum Ziel führt, dann ist das Ganze nicht darauf ausgelegt, irgendwie nochmal auseinandergenommen und nochmal anders gemacht zu werden. Es führt halt relativ schnell in eine Sackgasse und die geringe Haltbarkeit ist halt auch ein Problem. Also klar, Pappe, Papier, das ist nicht für die Ewigkeit gemacht und insgesamt ist das andere Ganze am Ende mechanisch relativ instabil. Jetzt gibt es natürlich die Leute mit der Werkstatt zu Hause und den Alustreben und den Maker-Beams und so weiter, hat man ja hier auch ein paar Leute, die wirklich mechanisch was drauf haben. Aber da zähle ich mich jetzt nicht so sehr zu. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute hier im Publikum sagen würden, na klar, also Das Werkzeug habe ich, um richtig auch einen Roboter zu bauen. Aber tatsächlich endet das halt schnell mit Frust. Und es endet, selbst wenn das funktioniert, so ein Popsicle-Stick-Roboter oder sowas, der endet halt schon relativ schnell dann irgendwo im Müll oder im Staub oder zerbricht und zerfällt.
Naja, jetzt ist ja so Recycling und sowas ist ja durchaus ein Thema. Von daher macht es ja durchaus Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, ob man fünfmal einen billigen Roboter baut oder sich dann nicht irgendwas Besseres findet. Ihr dürft uns, wenn ihr wollt, einfach Zwischenfragen stellen. Die Zeit haben wir. Also wenn euch irgendwas wichtig ist oder so, dann sagt ihr einfach was. Dafür gibt es Lego und Fischertechnik. Das sind tatsächlich beides Modelle, die man bei denen so kaufen kann. Das ist halt eine andere Welt. Das kann jeder halbwegs benutzen. Das ist mechanisch halbwegs stabil. Es lässt sich umbauen. Also wenn man es mal fertig ist, schmeißt man es nicht weg, sondern macht einfach weiter, baut was anderes und sortiert sich schön weg. Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, wer von euch Lego oder Fischertechnik hat, da wird sicherlich ein Baustein zwischen sein, der seine, naja, in dem Publikum schwierig, aber bei mir sind da durchaus 30, 40 Jahre dazwischen, die ersten Steine gegenüber den alten auf dem Buckel haben. Das Zeug hält einfach echt lange. Und selbst wenn man am Ende mal in drei Teile ein Loch gebohrt hat, weil man dann doch irgendwo eine Schraube haben wollte, die da eigentlich nicht hingehört, im Wesentlichen bleibt das Zeug ja unberührt und heil. Wenn man das hier jetzt mit dem, was man da draußen alles sieht, verbinden will, da sind ja blinkende Raspberry Pis und Arduinos ohne Ende mit der tollsten Bilderkennung und KI und Tod und Teufel, könnte man auf die coolsten Ideen kommen und sagen, hey, ein Roboter, der mein Gesicht erkennt und dann was weiß ich, mit der Softball auf mich schießt oder ein Roboter, der irgendeinem anderen Roboter folgt, der ihn erkennt und so weiter. Die Technik auf IT-Seite haben die Jungs da draußen. Da liegen die ganzen Raspberry Pis mit Kameras und Tod und Teufel. Prima Sachen. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt habe ich meinen Raspberry Pi, jetzt habe ich hier irgendeinen, keine Ahnung, was gerade schöner ist, den Lego-Roboter oder den Fischertechnik-Roboter. Schlimmstenfalls habe ich es auch oben auf dem Dachboden gefunden, das heißt, dass noch nicht mal irgendwie mit ein bisschen Glück ein moderner, kleiner Baustein dabei, der irgendwie von Lego und Fischern inzwischen verkauft wird, sondern im Zweifelsfall ist das alles Zeugs, das vor 30 Jahren mal vielleicht noch mit irgendwas anderem elektrisch zu verbinden war, aber heutzutage irgendwie nicht mehr. Da stellt sich natürlich die große Frage jetzt, wie kriege ich das Ding an meinen Fischertechnik-Roboter dran? Gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens, ich nehme so ein Head. Das gibt es sowohl für den Raspberry Pi als auch für den Arduino, sind Platinen, die steckt man oben drauf. Also in der Mitte ist jetzt so ein Head für den Raspberry Pi. Das sieht beim Arduino nicht großartig anders aus. Da sind dann entsprechende Joy-Chips drauf, da kann ich einen Motor relativ einfach anschließen. Das ist bei Fischertechnik relativ witzig gemacht, weil Fischertechnik seit ihren Anfängen haben die ganz einfache Motoren, zwei Käbelchen, zwei Steckerchen und das kann ich wie jeden Gleichstrommotor einfach auch an so ein Head anschließen. Das funktioniert direkt relativ gut. Das ist bei Lego ein bisschen schwieriger. Lego hat tatsächlich über die Jahrzehnte immer mal wieder sich was Neues ausgedacht. Auch auf elektrischer Seite, weiß nicht, wer so Lego-Motoren hat, das war eine Zeit lang ein Stecker, der sah aus wie so ein Lego-Stein und hatte unten dann kleine Metallkontakte, die man so aufeinander stapeln und drücken konnte. War eine Frage? Nein, ich wollte fragen, was ich kenne. Ja, okay, alles klar. Dann gab es zwischendurch mal so westernartige Stecker, also die waren so ein bisschen wie diese Telefonsteckerchen. Inzwischen haben sie wieder zwei andere, also Lego geht da so durch und macht immer mal was Neues. Fischertechnik ist da ein bisschen konstanter, was an der Stelle tatsächlich ein bisschen leichter zu benutzen ist. Alternative ist, man nimmt Controller, die jeweils im Programm haben. Lego hat da was, Fischertechnik hat da was, das ist jetzt wieder Beispiel Fischertechnik, sieht bei Lego nicht anders aus. Ich habe die Dinge auch in der Tasche, wenn der Hammer irgendwie mal hands-on machen möchte, ein bisschen gucken möchte, wie das mechanisch aussieht und so weiter, können wir hier nachher einfach, da setzen wir es draußen hin, probieren ein bisschen aus, könnt ihr euch angucken, die Sachen. Das kann ich auch mal, dieser BT Smart Controller von Fischertechnik, der wird so für Tablets verkauft, um ihn mit irgendwie einem einfachen Programmchen zu steuern. Da kommt man aber problemlos auch auf andere Weise ran. Früher war das meistens RS-232, weiß nicht, wer das noch kennt, wer weiß, was eine RS-232-Schnittstelle ist. Ja, immerhin nicht schlecht, aber die Zeiten sind vorbei, also das gibt es heute praktisch nicht mehr. Davor gab es auch noch diesen Parallelport, den Centronics-Port, wo man sich prima was ranbasteln konnte. Gibt es am PC alles nicht mehr, USB kam danach, aber zwischen diese ganzen Spielzeugkontrolle heutzutage, die man im Laden kaufen kann, ist alles Bluetooth-LE. Das macht es tatsächlich relativ angenehm. Also das direkt ist so eine Handy, NRF Connect nennt sich die App, das ist so eine Bluetooth-Scanner-App und die kann aus so einem Controller, selbst wenn die Fischertechniks und die Legos sagen, hey, das ist unser Ding, da erzählen wir euch nichts weiter zu, der kriegt relativ viel rausgelesen aus dem Ding. Da kann man dann mit der Handy-App in dem Ding rumscannen, kriegt irgendwelche Device-Parameter, kann man auslesen, wie viel Kommunikationskanäle er hat, was für Daten er da ungefähr erwartet. Und je nachdem, wie sehr der Hersteller sich da versucht hat, das zu verbergen, kommt man tatsächlich mit Raterei zu Rande. Das hat zum Beispiel auch bei dem Fischertechnik-Controller so funktioniert. Auf dem Bild das andere ist Lego Boost. Das sind beides die aktuellen, einfachsten Controller, die im Programm haben. Und die kann man eben auch zwischen den Raspberry Pi und den Roboter setzen.
dann benutzt man eben nicht diese Bluetooth-App, die dabei ist, sondern benutzt irgendwie ein Raspberry Pi mit ein bisschen Bluetooth-Stack und ein bisschen Python oder sowas und kann das dann zum Beispiel relativ gut mit diesen ganzen Bluetooth, mit den ganzen Python-basierten KI-Sachen, Bilderkennung und so weiter koppeln. Das lässt sich tatsächlich ziemlich leicht machen. Grober Überblick, was es da überhaupt gibt. Das ist so ein bisschen die Historie, die Lego hatte. Angefangen hat das tatsächlich kurz vor der Jahrtausendwende. Sieht man, die haben sich so einen relativ gleichmäßigen Takt durchgehangelt. Man sieht auch die Technik, die sie benutzt haben, fing eben, wie gesagt, mit seriell an. Infrarot gibt es alles nicht mehr. Dann gab es so ein bisschen normales Bluetooth und USB. Das hat sich dann so 2016 mit den aktuellen drei Controllern sind die auf Bluetooth LE gegangen, weil sie eben genau Apps, Handy, Tablet, das Zeug ansteuern wollen. Das macht es für uns mit dem Raspberry Pi zum Beispiel sehr einfach. Der Raspberry Pi kommt genau mit dem der aktuelle, mit dem passenden Bluetooth LE Empfänger mit. Was halt lustig wird, ist da, also gehackt sind die Protokolle auch alle so weit. Das heißt, da unten fehlt, nee, der Haken fehlt noch. Der ist noch gar nicht auf dem Markt, der Spike, der kommt demnächst. Aber die anderen, also hat irgendjemand sich einen Sniffer hingesetzt, das dokumentiert. Und wer sich tatsächlich Lust hat, hat so ein Ding zu Hause und denkt sich, hey, das will ich mal mit was anderem koppeln als mit so einer Standard-App, der findet mir ein bisschen gegoogelt die meisten Sachen. Das ist alles halbwegs dokumentiert. Interessant bei Lego sind eben genau unten diese I.O.-Busse auf der ganz rechten Seite. Also da macht Lego jedes Jahr was Neues. Und das ist durchaus haarig. Also diese PF irgendwas da unten, das nennt sich die Power Functions. Das ist bei Lego eigentlich die Fernbedienung mit so einem kleinen Ding für irgendwelche Autos, Eisenbahnen und so weiter. Das nutzen sie eben auch bei ihren wesentlich geringer Stückzahl verkauften Controller-Computer-Dingern. Und man merkt, das PF2 da hinten, da ist irgendwie dieses X dahinter. Das ist der allerneueste Stecker, den habe ich auch dabei. Das ist wieder ein Custom-Stecker, alles selbst, eigene Mechanik kann man nicht kaufen und so weiter. Da machen sie das Leben einem echt schwer. Und was da an Kommunikation drüber geht, über diesen, jetzt ist es glaube ich ein 6-Poling-Stecker, das habe ich noch nicht so gefunden. Es scheint zu sein, dass in ein paar dieser Motoren, die man dann da anschließen kann, dasselbe Zeug ist wie vorher, nur mit anderer Verkabelung. Aber es gibt wohl irgendwie auch neue Varianten. Also das relativ unentdecktes Land. Also wer irgendwie sagt, hey, ich bin Hardware-Hacker, ich habe Lust, an sowas rumzufütteln, da sind echt noch offene Baustellen und da kann man auch durchaus Tür mit einrennen. Also wer das im Internet dokumentiert und da eine schöne GitHub-Seite zu macht, der hat tatsächlich relativ schnell relativ viele Freunde. Und ja, schöne offene Baustelle. Bei Fischertechnik sieht es ein bisschen anders aus. Fischertechnik hat ungefähr, 10 Jahre nicht, aber so fast 10 Jahre vorher angefangen mit irgendwelchen Schnittstellen für Computer, für ihre Modelle. Die allerersten, das war noch am C64, das wurde hinten irgendwo an den User-Port angeschlossen. Und das ging dann über Zeit genau dieselben Schnittstellen. Man sieht in der Mitte Uplink, das ist dieselbe Historie wie bei Lego über RS-232 USB und endet unten bei Bluetooth LE. Interessant ist eben genau die rechte Seite. Das war IOS, also das, was der Controller zum Modell spricht. Das war bei Fischertechnik immer dasselbe. Das heißt, wenn ihr jetzt oben auf dem Dachboden irgendeinen alten grauen Fischertechnikmotor findet, mit irgendeinem Batteriestab dabei und irgendwo einen alten grauen Taster oder Schalter, das Zeug funktioniert immer noch. Das Zeug könnt ihr jetzt immer noch an die aktuellen Controller anschließen. Das macht es tatsächlich recht angenehm, wenn man sich irgendwie Roboter daraus baut. Ist natürlich trotzdem ein bisschen schwierig. Also wer das Zeug versucht heutzutage irgendwo anzuschließen, gerade die älteren Interfaces, macht sich nicht einfach, eben hatten wir die Heads und die Motorshields, da muss man trotzdem ungefähr wissen, wo ich welche Spannung einspeise, was kann der Motor ab, was für Ströme dürfen da maximal fließen und so weiter. Das ist jetzt nicht unbedingt immer für den nicht ganz elektronikaffinen Menschen auf Anhieb verständlich. Deswegen kam die Idee auf, vor einer Weile, und da kommt ja langsam unser Bassleines-Spiel, bauen wir doch sowas mal selber. Also was sie alle in ihrem Portfolio vermissen lassen, Lego und Fischertechnik, sind tatsächlich so Arduino, wirklich Arduino-Controller. Dass man sagt, hey, ich habe die ganze Software, ich habe die ganze Umgebung, ich habe die ganzen Bibliotheken, damit will ich Roboter steuern. Da sagt sich der Lego und der Fischertechnik selber, nö, da verkaufe ich lieber meine eigenen Produkte. Das ist mir auch vom Supportaufwand am Ende sicherlich zu viel, wenn die Leute dann anfangen, irgendwie ein Programmierproblemchen zu haben. Da klafft einfach eine Lücke. Und da haben wir angesetzt. Das heißt, wir haben technischen Arduino genommen, also derselbe Controller, dieselbe Elektronik, die da drin steckt, und haben das mit Fischertechnik-artigen Ausgängen versehen. Weiß ich, wenn ihr zur Hälfte Fischertechnik habt, dann kennt ihr die kleinen Steckerchen. Das heißt, man braucht diese Steckhülsen, wo es da mechanisch reinpasst. Also das, was Fischertechnik selber in seinen Controllern hat, die nennen das Bundhülsen. Haben wir genommen, das heißt Bundhülsen eingekauft. Oben den Arduino genommen, dessen Innenleben genommen, dann noch die entsprechenden Motortreiber und so weiter genommen und das Ganze in der Mitte in ein eigenes Gerät gegossen. Dieses Gerät stammt nicht von Fischertechnik in der Mitte, das haben wir gebaut und gebastelt. Das
Genau, die Uhr steht da unten. Kann man nachbasteln, gibt es Anleitungen, gibt die Schaltpläne, ist alles offen. Oder wer sagt, hey, nee, also das sprengt dann doch ein bisschen meine Möglichkeiten. Der guckt unter der URL, wo er es kaufen kann. Ich habe auch ein paar in der Tasche, können wir gleich angucken. Was man dann daraus bauen kann, eben rechts, ja, Roboter, da unten rechts ist ein Flipper. Das habe ich in der Nähe liegen, wenn er nachher sagt, was weiß ich heute Abend, er möchte es mal sehen, live, können wir einfach hierher bringen. Damit ist die Sache nicht zu Ende, die kann man dann auch mit dem Raspberry Pi koppeln, das sind, oder sich Ampeln draus bauen, Roboter draus bauen. Das ist ein bisschen die Idee hinter dem FT-Duino, alles zu verkoppeln, was so an aktueller Hacker, na, Hacker-Elektronik, also diese typischen Heimbastelplatinen sind, die mit dem Spielzeug zu koppeln. Entstanden ist das Ganze dann vor 2 Jahren ungefähr. Das links unten ist noch die erste handgelötete Platine, die stammt aus diesem allerersten Bild, wo diese Schüler da sitzen und am Bismarck-Gymnasium löten und basteln. Man sieht auch hinten so ein bisschen, sieht man so an der Gehäusehistorie von links nach rechts. Das erste war noch so mit einem relativ billigen 3D-Drucker gemacht. Dann kam irgendwas etwas teure 3D-gedruckte Modell in der Mitte. Ganz rechts kam dann der Spritzguss. Da haben wir dann tatsächlich überlegt, so, wenn wir da Stückzahl gehen, also so ein Gehäuse drucken rechts, links, das linke Gehäuse, der Drucker, der ist dann so 4, 5, 6 Stunden beschäftigt. Wenn man tatsächlich so ein paar Leute inspirieren will und sagen will, hey, das will ich auch im kleinen Stil verkaufen, um so ein bisschen Schwung in die Sache zu bringen, das rechnet sich nicht, ich kann nicht einen Drucker 6 Stunden lang laufen lassen und das dafür kleines Geld verkaufen. Das heißt aber die Frage, mache ich jetzt Spritzguss, mache ich ein professionelles Gehäuse, haben wir dann gemacht. Genauso die Platinen, dieser Karton da rechts unten, das sind die Platinen, wie sie aus China kommen. Das heißt, der links, das war noch mit der Hand gelötet. Inzwischen, in kleiner Serie geht das heutzutage ganz nett, produzieren wir die Platinen in China. Die kommen dann so in 100er Ladungen hier an und werden verbaut. Das Ganze ist ein Arduino. Das Ganze gibt es natürlich auch in Richtung Raspberry Pi. Hier mal wieder zur Abwechslung erstmal Lego. Da gibt es tatsächlich interessanterweise, obwohl Lego insgesamt ein wesentlich größerer Markt ist, also Lego hat so im Vergleich zu Fischertechnik ist ein Faktor 100 ungefähr zwischen. Also sowohl was Größe der Firma angeht, Belegschaft angeht, Umsatz angeht und so weiter, da ist ein Faktor 100 dazwischen. Trotzdem gibt es, was diese technischen Basteleien angeht, für Lego wesentlich weniger. Da ist eine Lücke, weil Fischertechnik anscheinend tatsächlich mehr, dass das Technikspielzeug ist und sich viel mehr auf die Technik fokussiert. Trotzdem gibt es so ein paar Kleinigkeiten, also da oben rechts sieht man so eine Aufsteckplatine für einen Raspberry Pi mit so ein bisschen Lego-kompatibler Mechanik unten drunter. Was man so knapp schlecht gemacht hinter dem anderen Bild sieht an der Seite, sind diese Western-Stecker hier an der Seite. Das ist genau das, wo man so eine bestimmte Generation der Lego-Sensoren anschließen kann, aber eben nur genau eine ganz bestimmte. Und dann bauen die Leute natürlich hier unten irgendwie Gehäuse aus Lego von Raspberry Pi, da ist ein Raspberry Pi drin. Und hier links ist mit dem kleinen Dino, das sieht man relativ schlecht, in dem Dino-Kopf drin ist einer von diesen Lego-Controllern. Das ist genau einer von diesen Bluetooth-Controllern und das Setup, das ist zwar mechanisch nicht verbunden und auch nicht kabelmäßig, tatsächlich steuert dieser Raspberry Pi in dem Lego-Gehäuse gerade diesen kleinen Roboter. Das haben wir auch mal in einem CT-Artikel, glaube ich, vor einem guten Jahr oder so mal ein bisschen veröffentlicht. Da findet man so alles, was wir herausgefunden haben, so mit irgendwelchen Bluetooth-Kennungen, Bluetooth-IDs, alles, was man braucht, um den Lego-Roboter mit dem Raspberry Pi anzusteuern. Dasselbe gibt es natürlich auch für Fischertechnik. Eins der Projekte nennt sich TXP. TX, weil irgendwie Fischertechnik seine Controller auch immer TX oder TXT oder so ähnlich genannt hat. Das besteht auch aus 2 Komponenten. Das eine ist eben Gehäuse, das irgendwie mechanisch kompatibel ist. Da oben rechts sieht man so ein bisschen so ein paar typische Fischertechnik-Batterien und Fischertechnik-Motoren zusammengesteckt mit dem Pi und irgendwelchen Stromadaptern, die auch in dem passenden Gehäuse sind. Das kann man sich relativ gut alles selbst drucken. Und da links ist mal so ein Display vom eBay mit dem Pi verbunden. Auch außen sieht man diese Nuten, das ist dann Fischertechnik kompatibel, das passt mechanisch zum Modell. Was da an Software drauf läuft, ist eine Software, die haben wir auch mal für die Fischertechnik-Controller gemacht. Das läuft dann eben auch auf dem Raspberry Pi, so ein einfaches touchbedienbare Oberfläche. Zum Gehäuse. Die kommen natürlich erstmal aus dem 3D-Druck. Das ist einfach das, was heutzutage gut zur Verfügung steht. Man muss ein bisschen aufpassen, was man da macht. Das Problem ist, dass halt das Plastik, das man für den 3D-Druck verwendet, jetzt nicht so furchtbar toll geeignet ist für so Spielzeugs. Diese Lego- und Fischertechnik-Plastikteile sind sehr weich eigentlich. Die sind extrem präzise. Also gerade Lego hat eine wahnsinnig hohe Präzision. Weil es wirklich auf so ein paar Millimeterbruchteile passen muss, damit das Bauteil zwar mechanisch fest klemmt, aber eben dabei keinen Schaden nimmt. Das ist beim 3D-Druck grenzwertig.
Erschwerend kommt hinzu, dass PLA ein extrem hartes Plastik ist, das man da üblicherweise nimmt und eine leicht raue Oberfläche nach dem Drucken hat. Das heißt, da, wenn man das zu passig macht, dann zerraspelt man sich die Originalteile an der rauen, harten Oberfläche des Drucksäulegehäuses. Das ist bei diesen Controllern ein eher harmloses Problem, weil da geht es in der Regel nur darum, dass der so ungefähr im Modell hält und nicht einfach lose rausplumpst. Das heißt, man macht die mechanischen Verbindungen bei diesen Dingern in der Regel so, dass sie ein bisschen lockerer sind, als sie bei einem echten Lego- oder Fischlegostein wären. Die Maße dafür findet man eben auch zum Beispiel auf Thingiverse, also auf dieser Plattform, wo es ganz viele 3D-Vorbeispiele gibt. Da findet man so Beispielgehäuse und da kann man sich dann eben die Maße der Nuten und der Federn und der Lego-Böppel ein bisschen abgucken und rauskopieren. Gut, also, wenn man ein bisschen vorsichtig ist, kann man PLA auch Gehäuse drucken, die einem nicht gerade das andere Zeugs, das bestehende Spielzeug völlig zerstören. So ein bisschen haben wir noch darauf geachtet, wenn man sowas macht, ist ja schick, wenn man sich die Modularität so ein bisschen erhält. Also das ist ja der Witz am Konstruktionsspielzeug, dass man sagt, hey, ich habe da eine Handvoll Teile, die kann ich immer wieder auseinandernehmen, immer wieder anders zusammenbauen, die eine Hälfte weglassen, die andere dazu tun. Das ist natürlich schön, wenn man das, was ja der Raspberry Pi eigentlich auch mitbringt, ein bisschen dabei mitzieht. Das heißt, diese TXP-Bastelline, wie gesagt, alles auf Thingiverse, kommen da auch in Einzelprojekten. Ganz rechts ist das Gehäuse für den eigentlichen Pi, unten drunter, das in der Mitte ist so ein Schnittstellenkästchen, an dem tatsächlich noch zurzeit gewerkelt wird. Das werden wir vielleicht auch in Kleinserie auflegen. Da wird es aber auch einfach Anleitungen und so weiter im Internet geben, dass jeder das nachbasteln kann. Und den Bildschirm braucht man in der Regel an seinem Robotermodell halt auch. Ist ganz hübsch, wenn man dann sehen kann, was passiert. Also ein bisschen haben wir versucht, die Modularität zu erhalten. Also ich kann die Mittelschicht weglassen oder dazu tun oder das Display weglassen oder dazu tun, wie ich gerade will, wie es gerade zum Modell passt. Muss wieder nichts wegschmeißen, kann es einfach immer weiter benutzen. Dann kleine Schmankerl, ich weiß nicht, wer das Ding auf der rechten Seite kennt, die bauen schon interessante Sachen, die Fischer Technics. Das ist ein 3D-Drucker von Fischer Technic. Sehr witzig, der funktioniert. Eines der Demo-Gehäuse gerade eben, das linke, das erste, kam aus dem. Das kam tatsächlich aus dem Spielzeugdrucker, der hat sich selber gedruckt, den habe ich auch dabei, wenn es interessiert. Was aus dem Spielzeug rauskommt, das kann ich euch gleich einmal zeigen. Da kriegen sie immer die Kurve nicht so richtig bei Fischer Technic dann am Ende oder auch bei Lego nicht. Also am Ende übersehen sie quasi, dass sie eigentlich diese Modularität, die das Spielzeug witzig macht, nicht bis zum Ende durchziehen. Und was Fischer Technic gemacht hat, Fischer Technic hat gesagt, aber zum Ansteuern nehmen wir einen PC. Also immer ein PC daneben, der das Ding ansteuert. Das hat Fischer Technic selber, aber tatsächlich kleine Computer, kleine Linux-Bausteine im Programm. Und auch der Raspberry Pi kann das. Das heißt, dann war eine der Aktionen, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir schon so einen schönen Raspberry Pi in so einem schönen kleinen Gehäuse machen, dann kriegt er jetzt auch eine Software, dass er direkt den Drucker ansteuern kann. Das heißt, auch der lässt sich schön mit dem Raspberry Pi kombinieren, hat dann natürlich Zugriff auf die Schrittmotoren und dann kann ich den Drucker umbauen, dann kann ich die Mechanik des Druckers umbauen. Da gibt es Leute, die bauen dann so irgendwelche Pendeldrucker oder bauen ihn viel robuster oder machen ihn größer. Das ist alles relativ einfach möglich. Das sind alles ganz normale Standard-Fischer-Technik-Teile. Auch diese Schnecken, die es da gibt, die kann ich verlängern, verkürzen, in länger kaufen, alles kein Ding. Das lässt sich natürlich auch prima mit Real-Life-Hardware kombinieren. Hier ist jemand, der hat Fotostacking damit gemacht. Das halt, was der da macht, ist, er nimmt ein Mikroskop und macht ganz viele Mikroskopbilder in verschiedenen Abstufungen und überlagert diese Bilder am Ende. Das heißt, er hat sich einfach Zahnräder genommen von Fischer Technic, hat die auf sein Mikroskop geschraubt, hat sich dann unsere Controller gekauft, hat die alle zusammengesteckt und steuert jetzt damit sein Mikroskop. Wer keinen Lötkolben hat und keinen 3D-Drucker, der ist natürlich so ein bisschen aufgeschmissen an der Stelle. Da springen relativ viele Leute in die Bresche. Also es gibt eine ganze Handvoll verschieden weit entwickelter Produkte, die man sich dann auch kaufen kann. Die findet man auch auf Amazon oder so. Ganz rechts sieht man relativ schlecht, da sind oben so Lego-artige Noppel drauf, nennt sich Lego Duino, ist Lego-kompatibel, lässt sich damit mechanisch verbinden. Hier links unten dieser EV-Shield, der ist für Lego auch. Da sind unten diese Western-Buchsen, die ich meinte. Das ist das Interface zu einer Art von Lego-Sensoren. Und in der Mitte ist eben wieder unser FT-Duino. Ich meine, das eigene Produkt liegt dem immer am meisten am Herzen. Die haben jeweils beide auch eigene Linux-Controller im Programm. Die sind gar nicht so billig. Das sind komplette Linux-Rechner. Und im Falle von, ja, sind sie relativ ähnlich, sind auch ungefähr gleich alt, 2013, 2014. Lego hat ein bisschen mehr auf den Punkt designt. Also Lego hat gesagt, das Ding machen wir genau so klein und so abgespeckt, dass es genau eben unsere Roboter steuern kann. Fischer Technic hat sich da ein bisschen mehr in die Vollen gegeben, hat ein bisschen mehr Technik reingeworfen, was für uns relativ nett macht, mit dem Ding zu arbeiten. Warum sollten wir mit dem Ding arbeiten? Also ich kriege es ja von Lego oder Fischer Technic, warum nehmen wir es nicht einfach so? Das Problem ist vor allem die Software, die dabei ist. Die ist für Kinder prima, keine Frage. Also da kann ich mit ein bisschen Grafik rumklicken und machen, das funktioniert alles 1A.
Aber wenn man ein bisschen mehr damit machen will, ist relativ schnell Schluss. Also haben wir das Betriebssystem ersetzt. Das kann man auf dem TXT machen, das ist ein ganz normales Linux. Mit ein bisschen Gedränge kommt man auch an die Software ran, kriegt die Unterlagen, ersetzt es. Rechts der Lego EV3 genauso. Ich kann ihn nehmen, ich kann ein eigenes Linux drauf machen, dann kann ich genau dasselbe damit tun wie mit dem Raspberry Pi eigentlich. Wobei der Raspberry Pi inzwischen dermaßen weiterentwickelt ist, da liegt ein Faktor 10 inzwischen dazwischen, was Rechenleistung angeht. Also wenn man die Wahl hat, nimmt man Raspberry Pi. Diese Dinger sind auch gar nicht so billig, das sind beides Geräte um und bei 150, 200 Euro. Da bin ich mit dem Raspberry Pi eigentlich ganz gut dabei. Aber, ja, das leidige Lizenzproblem. Das Problem ist, die bedienen sich bei Linux und bauen da tolle Controller, aber wenn sie fragt, Leute, ich hätte gerne eure Software, denn ich möchte dran rumhacken, dann stellen sie sich manchmal ganz dumm. Also gerade vor kurzem kam die Frage auf zum 3D-Drucker, weil jemand umbauen wollte, ich hätte gerne die Software von dem Ding, die Firmware, das ist auch eine Open-Source-Firmware, ich möchte daran rumarbeiten, gibt es die mir doch. Und die Antwort, offizielle Antwort von so einem fischertätigen Menschen im Netz war, an der Firmware haben wir leider keine Rechte erworben. Ist eine spannende Antwort, sich das öffentlich zu sagen zu trauen, ist schon nicht schlecht. Da heißt es tatsächlich weiterbohren, den Leuten erklären, was heißt die GPL, was bedeutet es, ihr könnt das Zeug nicht einfach für euch halten, da ist noch viel Überzeugungsarbeit zu tun. Aber am Ende kriegen wir es in der Regel hin, die entsprechenden Source Code dann irgendwie auch freizukriegen und irgendwo auf GitHub abzulegen, auf das man da auch mit weiterarbeiten kann. Wer Lust hat, bei sowas ein bisschen nachzubohren, den Leuten zu erklären, dass die Welt sich weiter bewegt hat und man früher nicht mehr einfach, also nicht wie früher ein Gerät kauft und dann gehört einem alles, das muss man den Leuten langsam erklären. Mit den Controllern bin ich jetzt im Großen und Ganzen ein bisschen durch. Das endet natürlich nicht da. Man kann auch andere Dinge in 3D-gedruckte Gehäuse stecken. Also alles, was ihr hier seht, sind keine Originalteile von den Herstellern. Das sind irgendwelche Motoren, da bauen die Leute sich Gehäuse für. Gibt es alles auf Thingiverse. Servomotoren, Schrittmotoren für Lego, für Fischertechnik, tolle Getriebedinger. Also es ist sehr witzig, die Leute bauen sehr viel, dass sich da prima kombinieren lässt. Dasselbe ist bei Aktoren und Sensoren. Das links ist ein LIDAR, ein Lasersensor, ein Laserentfernungsmesser. Das oben in der Mitte ist ein Servocontroller, unten ist ein kleines OLED-Display. Dasselbe OLED-Display sieht man rechts auch in einem Lego-Modell. Man sieht wieder ein bisschen hier, was relativ eigenartig ist, was ich nicht ganz erklären kann, ist tatsächlich, also die Fischertechnik-Leute bauen wesentlich mehr Gehäuse, die es alles vereinen. Bei Lego ist dann doch in der Regel irgendwo ein Lego-Stein, wo es draufgeklebt ist. Aber letztlich macht das keinen großen Unterschied. Manchmal ist es sogar besser als das Original. Also das ist mal so ein lustiges Beispiel, das links ist von Fischertechnik selber. Das ist ein ganz normales Servo aus einem Modellbau mit so einem kleinen Mechanikclips oben drauf und fertig. Und rechts ist die Variante, die die Leute parallel dazu irgendwo sich selber ausgedacht haben, auf Thingiverse vertreiben. Das Gehäuse umschließt den Servo komplett, bietet auf allen Seiten exakt die richtigen Anschlüsse mechanisch und hat auch exakt dieses Fischertechnik-Maß und ist zu Standard-Fischertechnik-Zahnrädern kompatibel. Also da passieren schon ganz interessante Sachen. Final hält dann natürlich keiner davon ab, es völlig zu übertreiben. Das kriege ich garantiert nicht bei Lego oder Fischertechnik, denn das finden sie nicht so lustig. Der rechts, oben Lego, an der Seite Fischertechnik. Das heißt, damit kann ich so mechanisch Chimären bauen. Ich kann Lego-Teile an Fischertechnik verbauen und andersrum, was durchaus interessant sein kann. Also Lego hat zum Beispiel einen relativ schönen Farbsensor im Programm, der kann Distanzen messen, der kann Farben erkennen und so weiter. Eignet sich prima für diese typischen Linienverfolgroboter, die hier bei so Robotikwettbewerben benutzt werden. So ist das Fischertechnik nicht, selbst wenn sie behaupten, sie hätten einen Farbsensor, es ist ein reiner Helligkeitssensor. Und da macht es dann Spaß zu sagen, so hey, dann nehme ich eben den Lego-Sensor. Und dann wird es wieder interessant, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe dieses Power-Function-Protokoll gehackt. Das wird dann im Moment sagen, oh, geil. Und jetzt machen wir auch noch die elektrische Verbindung, dass der Sensor auch tatsächlich an einem Fischertechnikgerät arbeitet. Da fehlt uns zurzeit für die aktuellen Lego-Sensoren tatsächlich die Information, was auf diesen sechspoligen Kabeln genau abläuft. Gut, dann sind wir soweit am Ende. Also, Konstruktionsbaukästen haben ihre Grenzen. Das ist auch bei den meisten Leuten, glaube ich, der Grund, weshalb die dann so irgendwie im gewissen Alter auf dem Dachboden verschwinden. Da geht dann nicht mehr viel, da hat man seine Mechaniken fertig, aber irgendwie für die Elektronik reicht es nicht. Arduino und Co. haben dasselbe Problem auf der mechanischen Seite, aber die Kombo macht es einfach, finde ich. Also wenn man das Modellbauzeugs mit den Controllern verbindet, dann kann man schon ziemlich abgefahrene Sachen machen. Und gerade so 3D-Drucker, die haben halt dafür gesorgt, dass das prima geht. Wer Lust hat, kann gleich tatsächlich einmal irgendwie mit mir vor der Tür oder hier, müssen wir gucken, wie es zeitlich abläuft, in die Kiste gucken, da sind so ein paar Beispiele drin. Und wem dieser Controller, den wir da gebaut haben, gefallen hat, der kann natürlich auch sich auf ftduino.de angucken, wo es den herkriegt. Damit kann man ziemlich fancy Sachen machen. Das oben links ist Minecraft. Es gibt ein Plugin für Minecraft für diesen Controller. Da kann ich dann aus Minecraft raus meine echten Fischertechnik-Modelle mit steuern. Da gehen schon ganz lustige Sachen. Gut.
Das war's. Okay, danke schön, Till, für den Vortrag hier. Du hast genau exakt 30 Minuten gebraucht. Eigentlich müsste man Schluss machen, aber der nächste Vortrag geht erst in einer halben Stunde los. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen, wenn jemand Fragen hat. Dieser Fischertechnik 3D-Drucker, wie ist der von der mechanischen Stabilität? Also gerade bei diesen Spindeln kann ich mir das, also wäre ich misstrauisch, dass das Ding nicht viel zu viel Spiel hat. Wenn es dich wirklich interessiert, das Ding habe ich in 100 Meter Entfernung stehen. Also ich könnte es hierher holen und wir lassen es mal laufen. Kommst du gleich nachher? Ja, gern, gern, schaue ich mir mal an. Das ist am Platz draußen ein bisschen gescheitert. Der ist schon krass robust, also den kannst du an einer Ecke nehmen und hochheben, da passiert gar nichts. Das sind Alustreben, aus denen der besteht und die haben auch, also es ist eines der wenigen Fischertechnik-Modelle, wo ich behaupten würde, den baut man nicht mal eben wieder auseinander. Ich habe es nie versucht, den wieder zu demontieren, das ist nicht ganz ohne. Also die haben schon alles verwinkelt und vermacht, der ist mechanisch ziemlich robust. Kein Vergleich mit was professionell, du kannst gucken, ich habe ein paar Druckobjekte von ihm dabei. Das, man kann damit arbeiten, mit dem, was da rauskommt. Okay. Eher als Kommentar, denn als Frage. Es gibt für beide Systeme ja auch schon fertige Lösungen, gerade auch im Schulbereich. Also von Fischertechnik gibt es ein Calliope-Verbindungsset, das ist auch so ein Mikrocontroller. Und Little Bits gibt es auch mit Arduino und da gibt es Lego-Teile, sind ja auch schon mal mit in der Konstellation betrachtet worden. Ansonsten, wie gesagt, einfach als Kommentar von mir, nicht als Frage. Bei Lego muss ich sagen, da bin ich nicht so tief drin. Bei Fischertechnik, klar, diese Calliope-Dinger, die kennen wir. Das ist eine offene Platine. Also das ist sportlich. Da legt mal jemand so ein Kind so ein 9-Volt-Kabel drauf, dann war es das mit dem Calliope. Also das hat seine Tücken, das Ganze. Und das war auch der Grund, weshalb wir zum Beispiel gesagt haben, wenn wir sowas bauen, muss es schon Gehäuse haben, weil es soll eben dann nicht nach 5 Minuten kaputt sein, weil irgendjemand unbedarft den falschen Stecker an die falsche Stelle gehalten hat. Gibt es auch. Ist ein leicht anderer Ansatz. Funktioniert sicherlich auch prima. Wir sind nicht ganz in die Richtung gegangen, sondern haben gesagt, wir wollen ein bisschen mehr auf den Arduino und auf den robusten Alltag gehen. Dieser Hack hier mit Minecraft, wie genau darf ich mir dann die Verbindung vorstellen? Wird das dann über USB an die Platine gemacht oder geht das auch mit Bluetooth und sonstigem? Das ist jetzt für diesen FT-Duino, das heißt, das ist im Inneren ganz normaler Arduino und damit hat er nur eine USB-Schnittstelle. Per USB an den PC, Minecraft läuft drauf, Mod laden und dann findet die Mod den Arduino und dann geht's los. Könnte ich das auch mit Bluetooth machen, dass ich dann Bluetooth... Board draufstecke. Machbar ist alles. Also dieser FT-Duino, da hat keine Bluetooth-Schnittstelle, von daher ist es an der Stelle sinnlos. Deswegen ein Board drauf. Bitte? Deswegen so ein Board da drauf. Es gibt ja diese Bluetooth-Boards für die Arduinos. Genau, also jetzt, das ist alles offen. Also jeder kann machen, was er möchte. Klein Ding. Also das Plugin ist da und wer da stattdessen eine Bluetooth-Erweiterung reincodet, hat dann eine Bluetooth-Verbindung zu seinem Controller, wie auch immer der gerade funktioniert. Kein Ding, machbar. Aber erfordert halt ein bisschen Coding. Ja, okay. Nein, nein. Bei Fischertechnik hat er diese 9-Volt-Stöpselverbindung. Wie ist es da bei komplexeren Sensoren wie Farbsensoren? Wie werden die eingelesen? Das ist ein bisschen verschieden. Also die meisten klassischen Sensoren liefern einfach eine Spannung. Das heißt, die haben dann 3 von diesen Anschlüssen, 2 für Spannung und der dritte ist eben der Signalausgang, der dann von, also beim Helligkeitssensor zum Beispiel liefert er einfach 0 bis 10 Volt und das heißt dann irgendwie hell und dunkel. Sie haben sich für ihre eigenen Sensoren jedes Mal was Spanisches ausgedacht, da selber, also es ist jedes Mal ein bisschen abgewichen, anders gemacht. Also es gibt einen Ultraschallsensor, der macht ein ganz komisches serielles Protokoll. Das haben wir hier auch den FT-Duino beigebracht. Das kann er auch auf einem seiner einzelnen Pins dann sprechen, damit man auch den anschließen kann. Aber es ist jedes Mal was anderes. Da vorne in der Mitte, das ist Iqola C. Das ist auch Fischertechnik kompatibel. Fischertechnik vertreibt ein paar Iqola C-Sensoren in ihrem Programm. Wir versuchen immer so ein bisschen dran zu bleiben und alle Schnittstellen, die Originalhersteller nutzen, dann auch bei uns zu haben, damit wir wieder den Sensoren weiter benutzen können. Klappt in 99% der Fälle eigentlich. Aber wir machen jedes Mal was anderes. Habt ihr was getan, um die Ein- und Ausgänge elektrisch zu härten in irgendeiner Art und Weise, wie man es von der SPS zum Beispiel kennt?
ja, ist jetzt nicht die Größenordnung, die Siemens da nimmt, aber ja, also die sind gegen die, also gegen Kurzschlüsse im Bereich der Spannung, die hier auftreten, irgendwie plus minus 15 Volt sind sie robust. Da kann weder am Eingang noch am Ausgang was passieren. Ja, wir hatten schon Fälle, dass diese Uralt-Transformatoren, die Fischertechnik da verkauft oder verkauft hat vor 30 Jahren, die liefern halt mal, wenn man dran rumstellt und macht und den Stecker in die Steckdose steckt, kurz eine Spitze von 70 Volt. Das macht bei so einer einfachen Glühbirne oder wenn man es anfasst, merkt man es nicht, aber der hier überlebt es dann nicht. Also da muss man aufpassen, diese Uralt-Transformatoren von Anno Dunemal würde ich jetzt nicht damit kombinieren, aber alles, was man an aktueller Fischertechnik, Netzteile, Batterien und so weiter hat, ist in jede Richtung kurzschlussfest. Da passiert nichts, wenn man irgendwie völlig falsch anschließt. Nochmal Fragen? Niemand? Okay, dann frage ich noch kurz, auch nochmal zu dem 3D-Drucker. Welche Präzision schafft denn der ungefähr? So von Auflösung? Ich glaube 0,2 Millimeter. Also es ist nicht rekordverdächtig. Aber ja, okay. Also ich bin tatsächlich, ist immer andersrum, dafür, dass es ein Spielzeug ist, bin ich tatsächlich erstaunt, was da rauskommt. Ein Vergleich mit selbst einem 100-Euro China-Drucker gewinnt er nicht. Okay. Aber es ist halt alles Plastik. Das ist schon überraschend, dass sie das stabil genug gekriegt haben. Alles klar, vielen Dank. Dann noch einmal Applaus. Und, und noch viel Spaß auf der GPN. Danke.